Hallo YouTube, heute wollen wir eine allgemeine Ableitung finden, das heißt eine Ableitung für jeden Punkt einer Funktion. Das heißt, wir wollen die Steigung an jedem Punkt einer Funktion wissen. Dafür habe ich erst einmal die Grafik aus dem alten Video hier kopiert. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe unsere Formel kopiert, mit der wir Ableitung machen. Weiterhin habe ich mir auch gemerkt, was wir für eine Formel hatten. Für die Funktion. Unsere Funktionsgleichung war minus 0,5 mal x Quadrat plus 4. Und heute wollen wir einfach mal ganz allgemein die Ableitung dieser Funktion herausfinden. Das heißt, die Steigung wissen, und zwar nicht nur für einen Punkt, sondern für alle Punkte. Wie machen wir das? Wir machen das folgendermaßen. Wir lassen einfach offen, für welchen Punkt das gelten soll. Das heißt, wir sagen nicht, wir wollen die Ableitung an dem Punkt 1 wissen, sondern wir sagen einfach, wir wollen die Ableitung an dem Punkt x wissen. Das hat folgende Konsequenzen. Erstens, wir werden viel mehr mit Variablen arbeiten, aber zweitens werden wir am Ende eine Formel haben, in der wir einfach nur eine x-Koordinate einsetzen müssen. Und dann sofort die Steigung an den Punkt wissen. Und das ist, was wir heute machen werden. Und das geht folgendermaßen. Erstmal haben wir wieder die gleiche Form, das heißt Limes h gegen 0 und so weiter von dem Bruch. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt diese beiden Funktionswerte einsetzen. Das heißt, der Funktionswert von x1 plus h ist hier vorne in diese Maschine ein x1 plus h einsetzen. Das heißt, das setzen wir für ein x ein. Das heißt, jedes grüne x hier muss durch x1 plus h ersetzt werden. Das ist das, was wir machen, wenn wir die Maschine der Funktion mit einem Wert hier füttern, zum Beispiel x1 plus h. Was rauskommen wird, ist dann der Funktionswert von x1 plus h. Und das ist ja der Wert, den wir wissen wollen. Das heißt, wir müssen hier hinten das x1 plus h einsetzen. Das heißt, wir haben hier dann minus 0,5 mal x1 plus h in Klammern zum Quadrat plus 4. Und hier schreiben wir dann auch wirklich nur hin x1 plus h. Nicht vergessen, Klammern hier drum, weil das ist, was wir fürs x eingesetzt haben. Klammern hier drum, weil das ist, was wir fürs f von x1 plus h eingesetzt haben. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einsetzen, müssen wir auch Klammern setzen. Und dann nochmal hier f von x1. Das heißt, das Ganze nochmal machen nur für x1. Das heißt 0,5 mal x Quadrat plus 4. Nur diesmal nicht für x1 plus h oder für 1, sondern für x1. Das Ganze durch h teilen. Und jetzt werde ich wieder ein bisschen sprunghaft das vereinfachen. Ich denke mal, mit einem Stift und ein bisschen Papier könnt ihr das alle zu Hause sehr schön vereinfachen. Es würde einfach zu lange dauern, das jedes Mal im Video zu machen und es ist auch eigentlich unnötig. Es ist einfach mathematisches Rechnen und das traue ich euch allen zu. Das ist eine gute Sache, die man zu Hause üben kann. Das heißt, ihr könntet auch das Video jetzt zu diesem Zeitpunkt mal stoppen, nachdenken und gucken, was ihr da rauskriegt. Es kürzt sich wieder was weg, und zwar das plus 4 hier vorne, das plus 4 hier hinten, weil da ein Minus vor der Klammer steht, dann wieder hier 0,5 mal x1 Quadrat und hier hinten kürzt sich auch wieder weg, weil da ein Minus vor der Klammer steht. Und dann haben wir noch Folgendes am Ende. Und zwar haben wir einmal minus x1 mal h und weiterhin noch minus 0,5 mal h². Und ich werde das h jetzt nochmal wieder markieren, damit wir es auch schön sehen. So, und unterm Bruchstrich hatten wir auch noch einen. Das ist jetzt unsere allgemeine Ableitungsfunktion. Und wie wir es schon bei der Ableitung an einem Punkt gemacht haben, haben wir hier in jedem Summanden, das heißt in jedem Ding, was wir addieren oder subtrahieren, haben wir hier ein h.
Da wir das in jedem haben, nicht nur in einem, dürfen wir auch hier das h kürzen. Das heißt, Limes wir kürzen das h, das heißt, übrig bleibt ein minus x1. Das h hier vorne kürze ich weg. Und rechts bleibt noch minus 0,5 von h Quadrat durch h. Bleibt nur noch ein h übrig. Denn nur kurze Erinnerung, h Quadrat ist nichts anderes als h mal h. Das heißt, ein h fällt weg, das andere bleibt über. Das heißt, minus 0,5 mal h. Und jetzt machen wir den gleichen Schritt wie bei der Ableitung an einem Punkt. Wir verringern das h immer weiter. Und was passiert? Dem x1 macht das überhaupt gar nichts aus, wenn das h immer kleiner wird. Das interessiert das überhaupt Dreck. Das interessiert es überhaupt gar nicht. Wenn das h kleiner wird, bleibt das minus x1 trotzdem minus x1. Und was ist mit dem Zeug hier hinten? Wenn wir hier ein h als eine Millionstel setzen, dann ist es viel kleiner als was auch immer hier vorne vorsteht. Und wenn wir h auf ein Milliardstel und ein Millionstel, Milliardstel, Tausendstel, Millionstel setzen, dann sehen wir schon, das h hier wird so unendlich klein, dass wir es überhaupt gar nicht mehr sehen können. Das heißt, der Teil hier hinten wird unendlich klein. Wir sehen ihn gar nicht mehr. Wenn wir ihn nicht mehr sehen, können wir, weil wir hier die mathematische Ausrede haben, den auch weglassen. Und ich muss nochmal wiederholen, wir können ihn nur weglassen, weil hier wirklich steht, dass wir den Grenzwert nehmen. Und das ist sozusagen die mathematische Ausrede dafür, dass wir ihn weglassen dürfen, weil er unendlich klein wird. Das heißt, er wird nicht nur klein, sondern unendlich klein. Das ist ein Grenzwertproblem, darüber werden wir später noch ganz viel sprechen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere Steigung herausgefunden. Und noch einmal zur Erinnerung, das hier ist jetzt unsere allgemeine Funktion für unsere Steigung. Und natürlich können wir jetzt auch hier das x1 weglassen, denn es gilt ja für jeden Punkt x. Das heißt, für jedes x1 haben wir das definiert, das heißt für alle x auch. Das ist einfach nur eine kleine Sache zur Schreibweise. Das heißt, wir wissen jetzt, die Ableitung, die wirkliche Ableitung, die die Steigung an jedem einzelnen Punkt angibt, ist diese Form hier. Das haben wir mit unserem mit unserer Formel da gemacht für die Steigung einer Sekante, die Steigung zwischen einem Punkt und einem anderen verschiebbaren Punkt. Und jetzt wissen wir, dass die Steigung an jedem Punkt dieser Funktion minus x beträgt. Das heißt, wir wollen mal die Steigung an dem Punkt minus 2 wissen. Da ist sie dann plus 2. Minus, minus 2. Wir wollen die Steigung an dem Punkt 3 wissen. Die Steigung an dem Punkt 3 ist minus 3. Wir wollen die Steigung an dem Punkt 0 wissen. Die Steigung an dem Punkt ist minus 0. Ganz einfach. Wir müssen jetzt gar nicht mehr nachdenken, wir müssen das ganze Zeug hier nicht für jeden einzelnen Punkt machen, sondern wir können einfach unsere einmal entwickelte Formel benutzen und die auf jeden Punkt anwenden. Das heißt, wir haben jetzt unsere Funktion f von x ist gleich minus 0,5 mal x² plus 4. Jetzt haben wir auch noch die Ableitung dieser Funktion herausgefunden. Das heißt, Strich oben dran, f' von x ist gleich minus x. Und mit dieser Funktion hier, mit dieser Ableitungsfunktion, können wir jetzt an jedem Punkt dieser Graphen die Steigung herausfinden. Das heißt, wie steil es zum Beispiel ist oder in welchem Winkel der Berg runtergeht. Das sind so Sachen, die man jetzt herausfinden kann. Und zwar ohne langes Nachdenken. Können wir jetzt an jedem Punkt die Steigung feststellen. Und das eröffnet uns ein ganz neues Feld von Möglichkeiten. Aber das war noch nicht alles. Im nächsten Video werden wir darüber sprechen, wie man sich den Schritt hier von der Funktion zur Ableitung ein bisschen vereinfachen kann. Bis dahin aber viel Spaß.